Weißt du, warum Geben dich reicher macht? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP-7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Lass mich dir eine alte Geschichte erzählen, durch die ich sehr viel über Geben verstanden habe. Warum Geben reicher macht und warum es dich reicher macht. Und am Ende des Videos gebe ich dir auch eine Idee, wie du geben könntest auf sinnvolle Weise. Hier ist die Geschichte. Vor langer Zeit gab es in Surat Thani einen Bettler. Der lebte auf der Straße. Das, was er essen konnte und trinken konnte, das musste er sich erbetteln. Und dann wunderte er sich, dass ihm jemand sein Essen klaute. Da hat ihm jemand aus seiner Schale Essen geklaut und er konnte den Dieb einfach nicht finden. Das ging jeden Tag so. Und eines Tages erblickt er eine kleine Maus, die gerade wieder auf seine Schale zuging und dann etwas Brot mit den Zähnen herausnahm und verschwand. Dort hat der Bettler dann geduldig gewartet, bis die Maus sich wieder blicken ließ. Und er fragt sie dann: Du Maus, warum klaust du mir eigentlich mein Essen? Du musst doch sehen, dass ich ein armer Bettler bin. Warum gehst du denn nicht in das Haus oder in die Häuser der Reichen und nimmst denen etwas von ihrem Essen? Die können das verkraften. Die Maus geantwortet: Weißt du, Bettler, ich kann es nicht erklären, aber ich habe die Aufgabe, dass du nie mehr als 7 Dinge besitzen darfst. Und daher stehle ich dir alles, was über diese Zahl hinausgeht. Es ist mein Schicksal, dich daran zu hindern, dass du mehr als 7 Dinge besitzt. Bettler war echt erstaunt und verwundert. Er fragt sich: Wie kann es jemandes Aufgabe sein, einen anderen zu bestehlen? Das ist doch Blödsinn. Und eines Tages, als ihm die Maus erneut das Brot vom Teller stahl, da macht er sich auf, den Buddha zu finden, den weisen Buddha, und ihn zu fragen: Warum darf ich eigentlich nur 7 Dinge besitzen? Also er packt sich etwas zu essen ein und läuft los. Läuft eine lange Strecke, es wird langsam dunkel. Da erblickt er ein Haus und er entscheidet sich zu fragen, ob er dort übernachten darf. Er klopft also an die große Holztür, Haus eröffnet. Bettler fragt: Kann ich hier heute Nacht schlafen? Der Hausherr bejaht, lässt ihn herein, seine Frau kocht ihm reichlich Essen und der Bettler hat sich zum ersten Mal in seinem ganzen Leben richtig satt gegessen. Die Frau fragt, welches Ziel der Bettler hat und sagt: ich will den weisen Buddha finden und ich will ihn diese Frage stellen. Daraufhin sagt die Frau: Wenn du den Buddha siehst, kannst du ihm auch eine Frage für uns stellen? Der Bettler war dankbar für die Gastfreundschaft und er sichert dem Buddha zu, auch eine Frage zu stellen für sie. Die Frau sagte dann: Weißt du, wir haben eine wunderschöne Tochter, doch seit ihrer Geburt hat sie nicht ein einziges Wort gesprochen. Frage bitte den Buddha, warum unsere Tochter nicht spricht. Bettler versprach es und setzt an seine Reise am nächsten Morgen fort. Und auf der Reise zum Buddha stand er dann plötzlich vor einem riesigen Gebirge. Unmöglich, dass er da zu Fuß drüber kommen könnte. Also war er niedergeschlagen, sucht nach einer Alternative. Und dann traf er einen alten Mann mit einem langen, buschigen Bart, weißen Haaren, die bis zu seinem Rücken reichte. Und in der Hand hielt dieser alte Mann einen Stab aus Holz mit einer großen, gelb flackernden Kugel, umrahmt von Ästen. Ich weiß nicht, ob du dir das so in etwa vorstellen kannst. Hat er was in der Hand. Der Bettler fragt den alten Mann: Sag mal, bist du ein Zauberer? Der alte Mann sagt: Ja, das bin ich. Und er fragt dann den Bettler, was er denn hier so kurz vor diesen riesigen Bergen macht. Der Bettler erklärt, er wolle unbedingt den Buddha fragen, warum er ein Leben in Armut führen muss. Aber die Berge, da kommt er halt nicht drüber. Sagt der alte Mann: Flieg mit mir, ich bring dich über die Berge. Nahm den Bettler bei der Hand, hält sich an dem Stock fest und ging's ab in die Höhe. Und als sie die riesigen Berge dann so von oben sahen, da sagt der alte Mann: Tu mir doch einen Gefallen und frag den Buddha, wann ich endlich in den Himmel komme. Ich warte schon seit über 1000 Jahren darauf.
Der Bettler war dem alten Mann so dankbar, dass er versprach, dem Buddha das in seinem Namen zu fragen. Und als sie dann die Berge passiert hatten, setzte der Bettler seinen Weg fort. Und er konnte den Tempel des Buddhas schon erkennen, doch ein riesiger Fluss versperrte ihm den Weg. Und die Strömung war so stark, dass er Angst hatte, darin ertrinken zu können. Niedergeschlagen, so kurz vor dem Ziel zu scheitern, setzte er sich ans Ufer und war traurig. Dann kam eine riesige Schildkröte des Weges und fragte den Bettler, warum bist du so traurig? Der Bettler erklärt, dass er auf dem Weg zum Buddha sei, um ihn zu fragen, warum er denn ein Leben in Armut führen müsse. Die Schildkröte sagte, weißt du, ich könnte dich sicher über den reißenden Fluss bringen. Würdest du dann den Buddha fragen, wann ich mich endlich in diesen wunderschönen Drachen verwandle? Ich warte schon seit 1000 Jahren darauf. Der Bettler war dankbar für die Hilfe der Schildkröte und versprach, den Buddha in ihrem Namen zu fragen. Ja, und auf der anderen Seite war er dann am Ziel. Ging in den imposanten Tempel, fand den Buddha, faltet seine Hände zum Weih, verbeugt sich tief und fragt, ehrwürdiger Buddha, darf ich dir einige Fragen stellen? Ich bin einen sehr weiten Weg gegangen, ich musste echt viele Hindernisse umgehen, nur um dich zu finden. Der Buddha lächelt weise und erwiderte, natürlich darfst du. Du darfst mir 3 Fragen stellen. Der Bettler sagt, aber eigentlich habe ich 4. Buddha schwieg. Der Bettler denkt nach, welche Frage er auslassen könnte. Das arme Mädchen, das nie gesprochen hat? Es tat ihm sehr leid. Also fragte er den Buddha, warum spricht das wunderschöne Mädchen nicht? Und der Buddha antwortete, das Mädchen wird sprechen, sobald sie ihren Seelenverwandten trifft. Der Bettler dachte nach über den alten weisen Mann und entschied sich auch seine Frage zu stellen. Der alte Mann, sagt Buddha, muss nur seinen Stab loslassen, an dem er sich seit 1000 Jahren krampfhaft festhält, und dann wird er in den Himmel aufsteigen. Der Bettler hat jetzt nur noch eine Frage übrig. Aber bei dem Gedanken an die Schildkröte, die seit über 1000 Jahren darauf wartet, ein Drache zu werden, kamen ihm seine Probleme dann irgendwie sehr klein unbedeutend vor. Also entschied er sich, seine Frage nicht zu stellen und stattdessen die der Schildkröte zu nehmen. Und der Buddha antwortet, solange sich die Schildkröte in ihrem Panzer versteckt, wird sie kein Drache werden. Sie muss den Panzer loslassen. Der Bettler dankt dem Buddha, verließ den Tempel, geht wieder nach Hause. Auf dem Heimweg trifft er die Schildkröte. Er sagt ihr, dass sie den Panzer loslassen muss, dann wird sie zum Drachen. Die Schildkröte schlüpft aus ihrem Panzer, verwandelt sich in einen riesigen Drachen. Der Panzer, den die Schildkröte zurückgelassen hat, den schaut sich der Bettler genau an und er sieht wunderschöne Perlen aus den Tiefen des Meeres. Der Drache bedankt sich beim Bettler und flog in die Luft. Der Bettler hat jetzt die Perlen. Dann traf der Bettler den alten weisen Mann. Und er sagte, er muss nur seinen Stab loslassen und dann wird er aufsteigen in den Himmel. Der alte Mann ließ los, stieg langsam und glücklich in den Himmel auf. Der Bettler war jetzt sehr reich durch die Perlen der Schildkröte und sehr mächtig durch den Stab des alten Mannes. Und er flog jetzt mit dem Stab zum Haus des wunderschönen Mädchens. Die Mutter öffnet die Tür und fragt, ob er mit dem Buddha gesprochen hat. Der Bettler bejaht und sagt, dass sie sprechen werde, sobald sie ihren Seelenverwandten treffen würde. Daraufhin kam die Tochter die Treppe herunter und fing an zu sprechen. Die Eltern waren schockiert. Der Bettler war der Seelenverwandte ihrer Tochter. Sie heirateten und lebten fortan glücklich und in Harmonie zusammen. Ich denke, dass diese Geschichte dir wie kaum eine andere zeigen kann, warum Geben dich reicher macht, emotional reicher. Du bist glücklicher, du bist erfüllter. Sie macht dich stärker, reicher an Kräften. Sie macht dich reicher an Geld. Sie macht dich reicher für andere Menschen. Und wenn du einen Weg suchst, wie du sinnvoll helfen kannst, dann schau doch bitte mal in der Bio auf den Link und schau dir unsere Stiftung an. Ich habe diese Stiftung gegründet, als ich noch gar nicht richtig wusste, was ich damit machen will.
Und dann vor Jahren haben wir angefangen, Schulen in Afrika zu bauen. Und inzwischen bauen wir 2, 3 Schulen jedes Jahr. Und ich bin unfassbar froh und glücklich darüber und auch reich im Geist und im Herzen, dass wir das tun können. Und wenn du einen Weg suchst, wie du dich da engagieren kannst, geh einmal auf diese Website. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter. Abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe, wie du reich, stark und glücklich wirst. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.